Wir befinden uns in einer Zeit des Übergangs. Ein ständiges Auf und Ab. Die Themen und Katastrophen kommen, wir bewältigen sie und sie kommen erneut, nur in einer anderen Verpackung. Das spirituelle Erwachen ist nun mal kein linearer Vorgang. So unser heutiger Gast. Und er sagt, wir steuern direkt auf einen globalen Bewusstseinssprung zu. Und wie dieser aussieht und sich anfühlt, darüber sprechen wir jetzt mit dem Dichter, Philosophen und Sachbuchautor Armin Risi. Und plötzlich große Klarheit, die positiven Prophezeiungen über die Wendezeit. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Armin Risi, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung und das frohe Wiedersehen. Ja. Armin, wir haben lange drauf gewartet. Es gibt ein neues Buch. Und es heißt die große Klarheit. Was ist Klarheit für dich in diesem Buch? Vielleicht der größere Zusammenhang. Der Titel kommt jetzt direkt nicht von mir, ich habe ihn vorausgewählt, aber und plötzlich große Klarheit ist eigentlich die Kernaussage der positiven Prophezeiung von Nostradamus. Der lebte ja vor 500 Jahren im 16. Jahrhundert und hat in die Zukunft geblickt. Er hat ja mit genügend Beispielen gezeigt, dass er diese Fähigkeit hat. Natürlich, wenn man in die Zukunft blickt, sah er natürlich vor allem und zuallererst natürlich auch die negativen Ereignisse in jedem Jahrhundert. Er hat jedes Jahrhundert beschrieben, also jedes Jahrhundert wurde da von Nostradamus auch bedient und im Buch gebe ich auch 15 markante Beispiele. Also wie er zum Beispiel auch eben den Beginn des Zweiten Weltkriegs aufs Jahr genau voraussagte oder die Dauer der UdSSR auf den Monat genau, 73 Jahre und 7 Monate. Also einfach nur auch an diese negativen Beispiele, also die Beispiele sind an die Beispiele über negative Ereignisse zeigen, wie treffsicher er ist. Und er schaut in die Zukunft und er sagte auch, es ist möglich, dass nicht alle Prophezeiungen eintreffen müssen. Das sagt er explizit in den Einleitungen zu seinen Prophezeiungen. Er schaut in die Zukunft, sah aber auch, dass es relativ lang dauert, bis die Menschheit überhaupt in diesen Bereich der Möglichkeit kommt, aus der Karmaschine auszubrechen. Er schaut in die Zukunft und sagte, 500 Jahre dauert es. Erst ab 500 Jahren wird das möglich, aber die frohe Botschaft ist, die 500 Jahre sind jetzt. Und er nennt sogar ein klares Zeitfenster und da sind wir sogar drin, schon in der zweiten Hälfte. Und als er in die Zukunft blickte und diese neue Zeitschiene oder neue Zeitlinie sah, die uns über das Karma hinausführt, das er auch sah, und das ist ja nicht so positiv, gemessen Handlungen der Menschen, sah er ein ganz konkretes Charakteristikum und dieses Charakteristikum nennt er eben große Klarheit. Dann auf einen Schlag wird es große Klarheit geben, sodass die Menschen durch dieses Zeitalter, durch dieses Zeitfenster sehr glücklich werden. Es ist eine Klarheit, die die Menschen glücklich macht. Also klare Sicht. Auf einmal und das ist natürlich auch noch eingebettet in einen größeren Zusammenhang. Das ist jetzt nicht nur so abstrakt. Der Vers hat noch einen größeren Zusammenhang. Aber einfach mal, das Ergebnis ist wichtig. Die Menschen bekommen Klarheit. Und die erste große Klarheit ist sicher natürlich das Wichtigste für uns. Worum geht es im Leben wirklich? Können wir sagen, dass diese Klarheit auch Wahrheit ist? Ja, Wahrheit ist natürlich sehr umstritten, weil jeder meint, er habe sie. Und da kämpft man und darum macht sogar Krieg und irgendwie heißt es immer, derjenige, der am Schluss gewinnt, hat recht. Aber die Weltgeschichte hat ja gezeigt, es ist nicht immer so, dass derjenige, der in der Schlacht gewinnt, auch recht hat. Vor allem, wenn beide Seiten nicht recht haben. Ist egal, wer gewinnt, es gewinnt jemand, der nur eine halbe Wahrheit vertritt. Aber natürlich, in einem höheren Sinn, Wahrheit wäre in dem Sinn auch eine höhere ganzheitliche Erkenntnis. Und das wäre natürlich damit verbunden. Aber Klarheit, einfach mal Klarheit in den großen Fragen. Klarheit, wie können wir die Probleme der Zeit lösen? Oder? Umwelt und Existenzbedrohung und eben die Fronten, wie können wir die Fronten überwinden und so.
Das müsste eigentlich möglich sein. Jeder will es eigentlich. In der Politik, alle Parteien versprechen es, dass sie es wollen. Aber in der praktischen Diskussion sieht man das nicht wirklich. Aber eigentlich will es jeder. So, also da ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass es hier um etwas geht, was eigentlich jeder will. Dieser Wechsel in dieser Zeitlinie, ist das etwas Kosmisches, etwas Energetisches, Planetarisches oder sind wir wirklich selbst dafür verantwortlich und es ist wie vorgesehen, dass wir als Menschheit erwachen? Ja, es gibt die großen Zyklen. Das ist immer sowohl als auch. Oder? Wir leben zwar unser eigenes Leben, aber das Leben ist eingebettet in einen großen Zyklus. Ebenso bei etwas vor 5000 Jahren ein Kali-Yuga begann, das jetzt als Unterzyklus zu Ende geht, das ist so die kosmische Bühne. Da kann direkt niemand etwas dagegen machen, auch diejenigen, die nicht wollen, dass es zu Ende geht. Es geht zu Ende. Das sind die Zyklen von Mutter Erde, wenn ich so mal sagen darf. Die Zyklen von Mutter Erde in Synchronizität mit der Sonne. Und die Sonne ist auch nicht unabhängig. Die ist verbunden mit dem galaktischen Zentrum. Und haben wir ja das alte Mysterienwissen, sei es aus Indien, aus Maya-Kalender, also und noch andere Kulturen, die uns darauf hinweisen, dass es diese großen Zyklen gibt und diese Übergänge. So, also aus dieser Sicht heißt es, dass der Übergang auf jeden Fall kommt. Und die Frage ist natürlich, aber was nicht vorausbestimmt ist, ist unsere Rolle darin. Welche Rolle spielen wir in diesem großen Szenario? Und da kommt dann die persönliche Verantwortung natürlich wieder zu uns. Das können wir dann nicht einfach an den Zyklus delegieren, können wir schon. Aber es gibt ja so viele auch mediale Botschaften, die uns schon seit 50 Jahren erreichen. Weil ein Grundton immer da ist, die Erde geht ihre Zyklen, macht ihren Aufstieg. Vor 5000 Jahren war es eine Art ein energetischer Abstieg, wo so viele Seelen inkarnierten, die mit einer Mentalität der Spaltung kamen und Krieg machten und so weiter. Da haben sie ja gezeigt, dass sie diese Mentalität haben und dass jetzt auch wieder ein Aufstieg kommt. Und da sagt so die Erde medial, ich mache diesen Aufstieg auf jeden Fall mit oder ohne euch. Aber ihr seid eingeladen, mitzukommen. Ja, und eine sehr schöne Aussage von Mutter Erde, wo ich es auch mal gelesen habe, wer immer das geschrieben hat, hat das sehr schön getroffen, denke ich, wo Mutter Erde einfach sagt, ich habe unbegrenzte Liebe, aber nicht unbegrenzte Energie. Ja. Das ist ein schönes Zitat. Du schreibst ja über die positiven Prophezeiungen, auch von anderen Sehern. Viele sind ja in diesem, der Krieg und Katastrophen, die kommen, eher so in dieser Schwarzmalerei. Wie siehst du das? Was ist jetzt wichtig für uns und inwieweit sind diese positiven Prophezeiungen eigentlich der wahre Weckruf, an den wir uns jetzt erinnern dürfen? Ja, es ist ein Weckruf, weil es zeigt, es ist nicht fatalistisch prädestiniert. Deswegen eben ein Nostradamus, aber auch andere, aber bei ihm ist es, ich weiß nicht, ob sich ein Alois Irrmeier so philosophisch geäußert hat, Nostradamus zum Beispiel hat sich sehr deutlich geäußert, schon vor 500 Jahren, wo er eben klar sagt, dass Karma, wir sagen heute halt Karma, er sagt, die Ursache-Wirkung-Linien können verändert werden, wenn die Menschen neue Ursachen setzen. Und er sagt also, er sieht zwar all diese Ereignisse und sie sind ja also wirklich auf unheimliche Weise über die letzten 500 Jahre eingetroffen, aber er sagt, ab einem gewissen Zeitpunkt werden auch oder wird es möglich, dass das, was ich gesehen habe, nicht mehr eintreffen muss? Also er ist ja nicht an einer supergroßen, hundertprozentigen Trefferquote interessiert, sondern er sagt, was ich gesehen habe, müsste nicht eintreffen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wird es sogar sehr wahrscheinlich, dass es nicht mehr eintrifft, weil eine andere Zeitlinie hinzukommt, eben ab 500 Jahren. Und wir sind jetzt in dieser Zeit. Und so sind die positiven Prophezeiungen eine Erinnerung an unsere große Verantwortung. Ich verwende jetzt halt das Wort Karma, also Aktion, Reaktion auf dieser Ebene. Reaktionen müssen nicht zwangsläufig eintreffen, wenn wir auf einer höheren Ebene, auf der Bewusstseinsebene, auf der Kausalitätsebene neue Ursachen setzen. Aber das ist ja sehr schwierig, vor allem die Veränderung im Bewusstsein.
Und ich meine, die Geschichte hat ja auch gezeigt, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die Menschen, haben sie wirklich so viel verstanden aus ihren Kriegen? Haben sie wirklich diesen Bewusstseinssprung schon durchlaufen, dass sie verstehen, worum es geht? Offensichtlich nicht. Vor allem auch diejenigen oben in der Machtpyramide nicht. Oder? Ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg waren eigentlich alle Menschen bereit. Und es war klar, so kann es nicht weitergehen. Aber irgendwie die Ideologien und die Muster, die Paradigmen, die da vorherrschten, wurden beibehalten. Es gab ja Bemühungen um grundlegende Veränderungen im Bewusstsein. Der berühmteste ist nach dem Zweiten Weltkrieg hier in unseren Breitengraden natürlich Bruno Gröning, der durch markante Geistheilungen wiederholt gezeigt hat, es gibt eine höhere Ebene, das auch kommentiert hat und auch gesagt hat, hiermit rufe ich Sie auf zu großen Umkehr. In der Politik, in der Wissenschaft, in der Medizin. Aber wir sehen, wie die Vertreter des alten Paradigmas, die uns ja immerhin diese Weltkriege eingebrockt haben, auf die eine oder andere Weise, wie die reagiert haben. Also die waren da nicht wirklich bereit. So, aber wenn wir von den Weltkriegen und so reden, der eine Aspekt, der wirklich wichtig ist, zeigt, dass Leid und Krieg nicht die Ursache sind für höheres Bewusstsein. Es gibt ja in der Esoterik manchmal so ein bisschen zynische Stimmen, die sagen, ja, die Schlafschafe, die schlafen halt noch, der Leidensdruck ist noch nicht so groß. Also der Leidensdruck muss noch größer werden, aber das ist ein falsches Konzept, denn wer sowas glaubt, meint, dass Erwachen und höhere Einsicht, spirituelle Einsicht durch Leid erzwungen werden könnte. Erkenntnis kann nicht erzwungen werden, nicht durch Zwangsbeglückung, aber erst recht nicht durch Atombomben und Krieg. Es ist ein innerer Weg und das ist, da sind wir wie bei der Klarheit, es ist letztlich subjektiv. Was ist denn Erwachen? Also für dich vor allem jetzt nach der Arbeit an diesem Buch. Erwachen bedeutet hier, dass die Menschen erinnern, wer sie sind. Denn aus einer spirituellen Sicht schlafen wir ja, indem wir uns mit einer Traumwelt identifizieren und mit den Projektionen. Das sind also Ideologien, mentale Konzepte, über die wir uns selber definieren. Also der Mensch definiert sich über äußere Projektionen. Das kann in religiösen Bereichen sein, wo man sich über entsprechende Dogmen und vor allem über entsprechende Feindbilder definiert und Absolutheitsansprüche. Ich meine, man könnte es ein bisschen durchgehen und sagen, nimm diesen Gläubigen das Feindbild weg und den Absolutheitsanspruch weg. Dann ist die ganze äußere Ego-Motivation weg und was übrig bleibt, wäre die Essenz, nämlich mein eigener innerer Weg, der unabhängig von äußeren Feinden ist. Aber äußere Feindbilder wirken auch viele Menschen irgendwie motivierend. Ah, da ist der Feind und so, aber das ist nicht wirklich Religion. Wir sind im Kampf immer noch. Das ist eine Projektion. Mhm. Aber auch, das ist ja auch ein Aspekt der großen Klarheit, wir erkennen, dass wir in einem Zeitalter der Spaltung leben und dass es zwei Einseitigkeiten gibt, die religiöse Einseitigkeit. Also nichts gegen Religionen, aber Missbrauch der Religion, wo Religion für eine Ego-Projektion missbraucht wird. Ich kann im Namen Gottes beurteilen, dass du falsch bist. Und auf der anderen Seite natürlich die ganzen materialistischen Ideologien, die genauso problematisch sind, wie die Weltgeschichte zeigt. Also Atheismus, Materialismus ist nicht die Lösung. Das heißt, wir sollen aus der Materie raus. Also aus der Identifikation mit der Materieebene. Ja, zumindest mal mit diesen Projektionen. Mhm. Wir brauchen ja unseren Körper, um hier leben zu können. So, wir brauchen eine gesunde Identifikation. Das ist ja nicht das Problem. Die Materie ist ja nicht das Problem. Das Problem ist nur unser Bewusstsein, wie wir damit umgehen. So, und das wäre das Erwachen. Wer sind wir wirklich? Worum geht es wirklich? Und da wären ja alle Gruppierungen in dieser Welt, im Namen welcher Ideologie auch immer sie existieren, wären da aufgefordert, wirklich in diese innere Klarheit und auch Verantwortung zu gehen. Ja, aber ab wann geht ein Mensch, der in einer Machtposition sitzt, denn in diese innere Verantwortung?
doch nur, wenn die Strukturen sich selbst zusammenfallen. Ja, ja, es ist, man sagt so schön, es sind die Sachzwänge. Oder weniger neutral, man kann auch sagen, es ist ein Teufelskreis. Und Abwärtsspirale. Da muss es Durchbrüche geben, dass man einfach wie beim Schlafen irgendeinen Musterwecker schrillen und dann kommt man in ein anderes Bewusstsein und verlässt die vorherigen Zustand. Das sagen ja alle. Das sagen auch diejenigen in der Machtpyramide, sagen, es kann nicht so weitergehen, wir brauchen eine neue Weltordnung und die neue Weltordnung wird so sein, dass ihr nichts mehr besitzen werdet, also wir werden euch alle enteignen, weil ihr seid so unfähig, mit der Welt und der Materie umzugehen, das müssen wir für euch machen. Und indem ihr dann nichts mehr besitzt, werdet ihr auch glücklich sein, weil wir jetzt für euch alles bestimmen. Das ist ja eine bekannte Aussage. Also ich zitiere hier einflussreiche Herren und mittlerweile auch Damen, die da voll mitmachen. Mhm. Also da sind sich ja alle einig, dass es grundlegende Veränderungen braucht. Aber wir sehen ja diese alten... Die Veränderungen kommen nicht, indem wir die Alten eigentlich schon längst als Irrwege entlarvten Paradigmen in die Extreme treiben. Wir denken nicht, das Ganze einfach noch mehr in die falsche Richtung wird es irgendwie gut. Sondern? Nein. Es braucht eben Weckrufe, da sind diese Prophezeiungen da, aber diese Prophezeiungen sagen auch, einige sagen, ich zitiere zum Beispiel quasi den serbischen Irlmeier, nur der hat 100 Jahre vor Irlmeier gelebt, also erste Hälfte 19. Jahrhundert hat er gelebt und hat damals gesagt, was noch Kutschen gab. Also er hat damals schon, also was noch keine Motoren gab, er hat damals schon die Benzinmotoren vorausgesagt, hat gesagt, sie werden tiefe Löcher in die Erde graben, die der Erde sehr wehtun werden, die Erde wird klagen und es wird besonders tragisch sein eigentlich, weil es gäbe ganz andere Kräfte um die Menschen herum, die außen sind, aber auch innen. Irgendwann werden die Menschen lernen, diese Kräfte zu verwenden und dann werden sie rückblickend sehen, eigentlich ist es ganz einfach. Eigentlich war es schon immer ganz einfach, wir haben es einfach nicht gesehen, weil, jetzt wieder meine Worte modern, weil wir so Paradigmen paralysiert waren. Wir haben nur an den Materialismus geglaubt und was nicht sein kann, darf nicht sein. Und deswegen geht man nur in eine bestimmte Richtung dabei gibt. Es ist nie alternativlos. Hm. Es gibt, in unserer Welt gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Es gibt nie nur eine. Wer so etwas behauptet, ist verdächtig. So. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten und die müsste man abwägen und manchmal muss man bis einen Schritt oder zwei oder drei Schritte auch zurückgehen, um das Ganze zu überblicken. Also neue Technologien, einfach neue Erkenntnisse, Aha-Erlebnisse. Auf einmal sehen wir die Welt anders als vorher, nicht mehr durch diese Scheuklappen nach links und rechts. Zum Beispiel eben gewisse positive Entwicklungen, die wir als positiv einstufen, werden von den Religionen verteufelt und von den Vertretern des Status quo ignoriert oder bekämpft. Wie zum Beispiel das Thema, also einfach die sogenannten Wunderheilungen kamen. Hellsichtigkeit, das gibt's nicht, das geht nicht, das kann nur ein Scharlatan sein. So, ja, und so, dem sagt man fortschrittsfeindlich. Mhm. Also die zwei Halbwahrheiten, die ich erwähnt habe, sind fortschrittsfeindlich. Aber welche Umwälzung erwarten uns jetzt laut deiner Analyse? Was passiert jetzt? Weil offensichtlich gibt es ja ein paar Geister, die in dem Widerstand sind, in der Gegenwehr sind, die ihre Position behalten wollen. Also was passiert denn jetzt so, was wir ja auch schon ein bisschen spüren, aber so die nächsten 10 Jahre? Ich bin kein Hellseher. Ich kann nur reportieren, was die Hellseher sagen. Oder was muss noch passieren, offensichtlich? Es muss etwas passieren, was unsere Paradigmen durchbricht. Einfach auf einmal neue Erkenntnisse in der Wissenschaft. Es sitzt ja eigentlich schon sehr viel da. Es ist nur schubladisiert. Es müsste nur mal rauskommen. Dann würde man hören, hey, Moment mal, die hatten das schon seit 100 Jahren und lassen uns ihre Erdölkriege führen und alles währenddem anders schon da wäre, das wäre etwas. Also das wäre auch eine Klarheit mal ins Negative. Wir hätten das schon seit 100 Jahren gehabt. Aber statt, dass wir jetzt die Schuldigen der letzten 100 Jahre anprangern,
schauen wir jetzt nach vorne, lieber später als gar nie. Eine andere wichtige Prophezeiung ist, die ich erwähne, die fast unglaublich ist, aber es ist immerhin die Kernaussage der wichtigsten oder der intensivsten paranormalen Ereigniskette des 20. Jahrhunderts in Spanien von über 1,5 Jahre, so Mitte 61 bis Anfang 63, gab es über 2000 Maria-Erscheinungen, also jeden Tag eine und mehrere. Und die Botschaft, das hatte auch Botschaft für die Menschen damals. Nach dem Weltkrieg, nach dem spanischen Bürgerkrieg, war das eine wichtige Offenbarung, halt durch im katholischen Umfeld, und die Lichtwesen sehen nicht Religionen, die sehen Menschen. Ja. Aber für die Zukunft war die Botschaft, es werde eine Zeit kommen, sie sagen sogar, bevor ein großer Krieg beginnt in Europa, bevor, also mit der Möglichkeit, dass er gestoppt werden kann, dass die Zeit angehalten wird und außerhalb der Zeit wird jeder Mensch mit seinem eigenen Leben, modern gesagt, mit seinem Lebensfilm konfrontiert. Und da sind wir außerhalb und im Lebensfilm, das weiß man aus den Zwischenweltenberichten, da ist man nicht mehr identifiziert, da hat man einen, einen neutraleren Blick auch aufs eigene Leben, weil man sich so Beobachter, nicht, also man wird man ist der Beobachter und sieht genau, es gibt durchaus kosmische Kriterien für Gut und Böse. Mhm. Ja, es gibt ja die göttliche Ordnung und das ist das Kriterium und die ist da. Der Mensch kann die kosmische Ordnung nicht ändern. Die Verantwortung des Menschen ist aber einfach, wie weit er da harmoniert und entspricht oder nicht. Und beides hat Konsequenzen. Und da werden die Menschen sehen, also von den Waffenschiebern und Intriganten bis hin zu den einfachen Menschen wie du und ich. Oder so, jeder wird mit seinem eigenen Leben konfrontiert. Und da sieht man aus einer höheren Sicht, was die Konsequenzen sind. Wie wir darauf reagieren, wie wir damit umgehen. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Diese entsprechende Prophezeiung sagt, es gibt sogar noch ein paar Zugaben, ein Wunder sogar im Äußeren und so weiter. Und dann heißt es, und dann abhängig davon, wie die Menschen darauf reagieren, kommt ein Strafgericht. Das ist das katholische Wort, Strafgericht, wir können auch Karma sagen, das ändert an den äußeren Abläufen dann nichts. Aber das ist offen gelassen. Also auch sehr bewusst damals in diesem sehr strikten katholischen Umfeld ist das nicht prädestiniert. Also das Strafgericht ist nicht prädestiniert, sondern ist konditional, wie man so schön heißt. Es ist abhängig von Bedingungen. Also könnte man jetzt sagen, es braucht ein Wunder, dass wir uns als Menschheit erkennen und nicht mehr in Form von Staaten, Religionen, Kulturen, ja, sondern dass wir wirklich irgendeine Offenbarung bekommen, wie ein UFO oder irgendeine außergewöhnliche Erscheinung oder ein Messias, der zurückkommt oder jetzt erscheint. Braucht es womöglich das? Oder ist da auch eine Gefahr drin, wenn wir nur auf sowas hoffen und selbst nicht in die Handlung kommen? Das ist das Problem, wenn wir es delegieren und abgeben. Aber natürlich braucht es wie in einem dunklen Raum. Wir können jetzt über die Dunkelheit klagen und uns die Dunkelheit zunutz machen, weil ich kann was aus deinem Koffer nehmen und du siehst es nicht. Oder weißt du, so weiter. Also je nachdem. Oder wir können gegen die Dunkelheit ankämpfen, aber es braucht jemand, der die Dunkelheit durchschaut und das Fenster aufmacht. Also jetzt im Bunker. Das Bunkerfenster aufmacht und dann kommt Licht rein und alle, die im Raum sind, profitieren von der Handlung dieses einzelnen Menschen, der verstanden hat, was Dunkelheit ist, nämlich man muss ein Fenster aufmachen. Licht kann Dunkelheit auflösen, wir nicht. Also, und da dem sagt man Inspiration, Hilfen, Eingaben. Aber warum dann jetzt gerade auch jetzt in der aktuellen Zeit so viele Menschen berichten von Nahtoderfahrungen, von Grenzerfahrungen, paranormalen Erscheinungen, auch geistige Wesen, die sie sehen und sagen, boah, ich hatte eine Offenbarung. Ja? Mhm. Gehört das im Grunde mit dazu? Und sind das Anzeichen und Vorboten, dass es eigentlich schon in die richtige Richtung geht? Ja, wenn ich ein bisschen ausholen darf, kurz einfach. Die indischen Schriften sagen, bis vor 5000 Jahren war der Kontakt mit der geistigen Welt, mit den Devas, mit den Lichtwesen normal, nicht paranormal. Der war nicht alltäglich, also nicht jeden Tag Fernseher einschalten, da siehst du die Devas.
aber im Rahmen gewisser Zeremonien, gewisser Vorgänge, hat jeder Mensch die Realität dieser höheren Welten gesehen und die Präsenz dieser Wesen erlebt. Und das ist eine Art Liebe, die man nicht in Worte fassen kann. Alle sagen, Worte reichen nicht und so, das kennen wir. Aber wir können es nicht wirklich nachempfinden, was diese Menschen meinen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Also das zeigt auch etwas über die Qualität dieser Wesen. Und dann ist das in die Verdichtung gegangen. Also es war nicht mehr normal, es wurde paranormal. Und die vereinzelten Menschen, die diese Kontakte noch hatten, bekamen ja große Schwierigkeiten. Die wurden verbrannt, verfolgt, für verrückt erklärt und so weiter, bis zum heutigen Tag in unserer fortgeschrittenen Zeit. Das ändert sich nicht daran, dass die Erde wieder auf der anderen Seite der Parabel hochsteigt. Und das heißt, die Übergänge zu den geistigen Welten werden wieder durchgängiger, dünner. Umso wichtiger ist dann natürlich hier unsere innere Resonanz und Ausrichtung, denn die Verbindung oder die Übergänge werden nicht nur in die Lichtwelten durchlässiger, sondern auch in die anderen Welten. Und die Kontakte mit den anderen Welten zeigen sich dann, in den negativen Welten zeigen sich darin in Verrücktheit, Besessenheit, unberechenbaren Tätigkeiten. Das sieht man ja auch daran, wenn die Menschen jetzt, die sind so seidend geworden im Sinne von, wie schnell sie explodieren und wie schnell so Extreme sichtbar werden, wo man eigentlich denkt, boah, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass da so viel angestaut ist, was da jetzt hochkommt. Da braucht es manchmal nur so ein Wort und die Menschen flippen aus. Gut, das muss nicht nur immer mit der Durchlässigkeit der Welt zu tun haben. Es bedeutet einfach, viele Menschen sind am Anschlag, überfordert und können mit den äußeren Ungerechtigkeiten oder mit den äußeren chaotischen Verhältnissen oder existenzbedrohenden Verhältnissen nicht umgehen, weil man es nicht gelernt hat, dann kommt man an die Grenze. Und wie sagt man, die Nerven liegen blank. Aber dann ist man auch wieder in der Projektion schnell und lässt sich dann sozusagen damit reinziehen in dieses bewertende Resonanz. Ja, genau. Und wenn du schon so drauf bist und das festhältst und so viel angestaut ist an Kummer, an Schmerz, das ist natürlich dann auch eine Herausforderung. Ne? Ja, eben auch da wieder könnte man sagen, die Menschen werden sehr allein gelassen. Mhm. Schauen wir die normalen Massenmedien an, wie werden die Menschen da betreut und begleitet? Welche Informationen bekommen sie da? Und dann auch Kirchen und so weiter, die auch noch eine gewisse Position haben, wie begleiten sie die Menschen? Gut, es wird ja auch sehr viel geheim gehalten immer noch, ja. Und wir werden ja sozusagen gesteuert auf einer bestimmten Ebene durch Nichtwissen. Ja, aber eben, man kann den Deckel auf den Dampfkochtopf drauf tun oder auf den Topf, Dampfkochtopf, da ist auf den normalen Topf, oder man kann den Deckel drauf tun und je mehr man drückt, umso mehr wird, und irgendeinmal, wie sagt man, hebt es den Deckel. Also man kann das nicht immer zurückhalten. Und eben, es gibt verschiedene Möglichkeiten im persönlichen Leben, im individuellen Leben. Ist ja die Verbindung immer da. Wie du sagst, so viele Menschen haben mystische Erfahrungen. Es muss nicht immer gleich so dramatisch sein wie eine Nahtoderfahrung. Aber man kann auch andere Art ähnliche Erfahrungen machen oder außerkörperliche Erfahrungen. Das heißt einfach, diese Potenziale werden wieder aktiviert, denn wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ewig sind und durch die Leben wandern, die Seele wandert durch die Leben, haben wir ja in früheren Leben schon gewisse Erfahrungen gesammelt, Schulungen durchlaufen. Das kann von 5 und 10 und mehr tausend Jahren gewesen sein. Und das Besondere damals war, wir hatten Zeit. Ein ganzes Leben, mehrere Leben hatten wir Zeit, uns in diese Themen zu vertiefen, weil damals mit der Hellsichtigkeit wussten wir ja auch, es kommt mal eine Zeit, wo wir die Zeit nicht mehr haben. Wo es wichtig ist, dass wir es downloaden können, dass wir einfach darauf zugreifen können. Und das passiert heute bei vielen Menschen, dass sie auf Erfahrungen zurückgreifen, die früher mal normal waren und jetzt einfach den Horizont eröffnen. Eben außerkörperliche Erfahrung, interdimensionale Begegnung, sei es auch nur eine, ja, oder was immer. Also da gibt es ja tausende von Büchern über diese Themen, Jenseitskontakte.
wo man erlebt, da gibt es ja so viele Phänomene heute. Können wir sagen, dass es darum geht, dass wir uns erkennen als wahre Schöpfer, dass die Schöpferenergie in uns spürbar und erlebbar wird und wir jetzt erkennen, wie wir Schöpferenergie nutzen. Also wir können sie natürlich auch missbrauchen. Ja, ja. Eben, die eine Prophezeiung da vom serbischen, diesem serbischen Hellseher, der sagt, ja, ganz einfach, aber als Bauer sagte, die Menschen werden kennen, dass eigentlich die wahren Kräfte, die nicht, die keine destruktive Technologie erfordern, die Kräfte sind um uns, aber auch in uns. Und erst wenn wir es, ich vermute, aber es ist sehr naheliegend, erst wenn wir sie in uns erkennen, werden wir sie um uns erkennen. Der Mensch, das ist ja ein ganz tiefe Erkenntnis, alle Menschen brüsten sich immer, ich glaube nur, was ich sehe. Stimmt überhaupt nicht. Die Menschen sehen nur, was sie glauben. Also du meintest ja, diese Wand wird immer dünner. Ja? Ja. Dann ist es ja die Wand zwischen innen und außen. Es ist eine Wahrnehmungsangelegenheit. Und irgendwann löst die sich ganz auf und wir erkennen, dass es innen und außen eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Oder mindestens, dass es nur sehr relative Wahrheiten sind, dass es sehr fließend ist. In der Quantenphysik wird das ja schon postuliert. Ich kann das jetzt nicht referieren und so, aber es gibt ja schon seit 100 Jahren gibt es Wissenschaftler, die in die Richtung gehen. Und viele, die da konsequent in die Richtung gedacht haben, wurden sehr philosophisch. Ja, also Quantenphysiker wurden sogar mystisch. Weil sie sagen, wenn wir die Materie bis in die kleinsten Dimensionen erforschen, erfinden wir uns am Ufer des Meeres der Unendlichkeit. Da werden sie poetisch. Aber genau so ist es. Und das haben die Mystiker, zum Beispiel in den vedischen Schriften oder in den Sanskrit-Schriften, halt dort haben wir noch sehr viele Schriften vorhanden, aber auch wenn wir in anderen Kulturen lesen, finden wir das auch in mythologischen Bildern auf dieselbe Art ausgedrückt. Also wir kommen jetzt von einer anderen Seite zu einer ähnlichen Erkenntnis oder zur selben Erkenntnis und die Herausforderung wäre heute, wie Yin und Yang, ältestes Wissen und neueste Erkenntnisse, das Beste von beiden. Also Wissenschaft und Spiritualität zusammenzupacken. Da kommen wir nicht dran vorbei, weil eben es gab ja schon Pioniere, konkret wie Max Planck und Erwin Schrödinger und Wolfgang Pauli und so viele andere sind jetzt so die Pioniere, auch Einstein hat sich Gedanken in die Richtung gemacht. Also das kann man ja gar nicht trennen. Denn eben die Frage, was ist Materie, ist ja letztlich eine philosophische Frage. Also geht es letztendlich jetzt, so wie ich dich verstehe, wirklich um die Erkenntnis, dass das wahre Leben, das Leben selbst als Wunder erfahren wird und wir dürfen uns auch als Wunder erkennen? Das Leben ist das größte Wunder. Ja, eben, im Materialismus wird das Leben auf äußere Faktoren reduziert. Und wir können alles mit Chemie und Physik erklären, auch Bewusstsein, auch Emotionen. Und was da nicht reinpasst, da kann nicht sein. So, aber das ist auch schon längst überholt. Subjektiv sowieso so viele Menschen, aber auch wissenschaftlich ist das eigentlich schon längst nicht mehr vorgegeben. Und das, aber eben man staunt, wie lange in unserer heutigen Informationsgesellschaft es braucht, bis das wirklich verarbeitet wird. Oder? So, eben. Also die Machtkämpfe, die sozusagen jetzt noch stattfinden, ich würde das jetzt mal Machtkämpfe nennen, wie hören die jetzt auf? Sind die nur die Erscheinung dessen wie so ein letztes Aufbäumen, so nochmal so kurz bevor es kapituliert oder kollabiert, ja, dass man hier nochmal so mit aller Macht versucht, hier was aufrechtzuerhalten, was ja eigentlich in der Tiefe und Höhe schon am Bröckeln ist? Wir müssen eigentlich nur noch zuschauen, oder? Ja, also wie die Machtkämpfe enden, da gibt es verschiedene Szenarien. Alois Hilmeier sagt zum Beispiel, wenn alles vorbei ist, werden wir wieder Frieden haben. Wir werden so viele Menschen werden nicht mehr leben, weil der Krieg hat so viel dahin gerafft. Und wir werden wieder wie im 17. oder 18. Jahrhundert leben. Also wir bomben uns selber in die vorindustrielle Zeit zurück. Ja, da können wir wieder anfangen. Oder die Natur greift ein und bombt uns sogar in die Steinzeit zurück. Und dann haben wir 10.000 Jahre Zeit, bis wir wieder die Technik wieder erarbeitet haben, die wir jetzt haben. Dann sind wir wieder gleich weit, jetzt wie vor damals. Also archetypisch wiederholen sich. Also das wäre eigentlich eine Art Versagen,
weil das Wissen wäre alle da, wäre da und die geistige Hilfe ist da, dass wir das nicht mehr nochmals durchexerzieren müssen. Wir haben es ja schon mehrfach durchexerziert. Und es wurde immer zwangsläufig gestoppt. Einfach, man zerstört sich gegenseitig so, dass man die Mittel gar nicht mehr hat für den Wahnsinn und dann fängt man wieder in der Steinzeit an. Also um es mal so ein bisschen plakativ zu sagen, aber... Aber sind denn die Menschen überhaupt in der kollektiven Masse, so nenne ich es jetzt mal, in der Lage, diesen Bewusstseinssprung zu machen? Von diesem Ich und Du raus ins Wir? Ich denke, die Menschen wären durchaus bereit dafür, wenn sie nicht in diesem Teufelskreis gehalten würden. Also da ist wirklich auch eine äußere Verantwortung von einem System, denn die Menschen sind ja bereit zuzuhören. Oder wir haben ja gesehen, wozu die Menschen alles bereit sind, wenn man ihnen nur genug Angst macht. So man könnte das jetzt auch anders werden. Nicht Angst machen, sondern Klarheit bringen. Da hat jeder Mensch genug subjektive Weisheit, um das umsetzen zu können. Hm. So. Ja. Also du schreibst auch über Menschliches und Unmenschliches. Was ist da für dich der Unterschied? Was ist unmenschlich? Ich glaube, das weiß jeder. Wir haben das Wort unmenschlich, wir spüren ja. Ich glaube, intuitiv spüren wir, wenn wir die Weltgeschichte der letzten 5000 und nur der letzten 500 oder der letzten 100 Jahre anschauen, oder 200 Jahre, ich habe das vor allem halt über die Indianergeschichte, also wirklich amerikanische Geschichte, habe ich schon als junger Bub, kann ich fast sagen, das gelesen und das hat mich tief erschüttert. Albträume und so fast, oder? Als ich da die echten gelesen habe, was mit den amerikanischen Ureinwohnern, also mit den Indianern passiert ist, jetzt habe ich auch den Punkt vergessen. Gibt es Menschen, die gar keine Menschen sind? Ah, unmenschlich, genau. Siehst du das? Oder das, was trennt uns? Oder genau. Was trennt manche Menschen vom Menschsein und sind trotzdem als Mensch hier unterwegs? Also wo ist da die Abspaltung passiert? Wo hängen die fest? Genau, eben als wenn man das da spürt man intuitiv, das ist unmenschlich, das ist nicht normal. Und das war schon als Bub meine Erkenntnis, das ist nicht normal. Und ganz interessant, irgendwie spürte ich, das war nicht immer so, die Menschen waren nicht immer so und werden auch nicht immer so bleiben. Das war ganz ein tiefes Wissen und deswegen war ich eher still, aber beobachtend und habe dann einfach meine ganze Umwelt, Eltern und Schule überrascht, indem ich dann auf einmal sage, ich verlasse die Schule, ich gehe jetzt. Ja. Und eben weil ich ja sage, das ist nicht normal. Und wir müssen anderes tun, ich will mein Leben für anderes einsetzen. So, und dann habe ich diese Fragen gehabt natürlich. Und habe dann sehr schnell gemerkt, statt dass ich groß protestiere und kritisiere, muss ich mal in die Schule. Ich bin ja noch jung, also damals so, ich gehe jetzt in die Schule. Und dann hat sich eben für mich diese vedische, indische, hinduistische Schule aufgetan, wo ich einfach mal Lehr- und Wanderjahre machen konnte. Ich konnte mein europäisches Denken, europäisches kulturelles Umfeld verlassen, innerhalb Europas sogar, aber in Ashrams gelebt, wo ich auf einmal die Welt anders wahrzunehmen lernte. Und immerhin ist es auch eine Weltreligion. Also es war jetzt nicht irgendwie was völlig Komisches und Ausgefallenes und Skurriles, sondern es war einmal eine andere Sicht, die ich lernte, die Welt aus einer anderen Sicht zu sehen und auch zu sehen, wie haben die Menschen früher im besten Sinn die Welt anders gesehen. Nicht alles, was früher war gut, aber wir können uns ja auf das Beste der jeweiligen Kulturen und Religionen ausrichten. Und dort habe ich einfach gewusst, da bekomme ich Antworten. Und da habe ich erste und sehr gute Antworten bekommen. Irgendeinmal spürte ich auch nach 18 Jahren im Kloster, ich muss jetzt weiter, weil meine Suche nach Antworten oder meine Antworten, die ich bekommen habe, führen mich auch weiter. Und da gehörten natürlich diese Fragen hinzu. Genau, woher kommt das Unmenschliche? Und so weiter. Ja. Würdest du das luziferisch nennen oder teuflisch? Umgangssprachlich spüren wir, dass das nicht ganz unzutreffend ist. Wir sprechen auch vom Teufelskreis. Die Frage ist, wie wir das definieren.
Wir haben gesehen, was passiert, wenn es die Menschen projizierend verstehen oder ausformulieren. Dann sind immer die anderen die Teufel und die darf man sogar verbrennen und verfolgen. Da sind wir wieder bei den Feindbildern. Aber eine ganz wichtige Information ist, eben diese, wo auch das Unmenschliche in diese Welt gekommen ist, ist, dass man sehr nicht zu kurzfristig schauen muss. Die Information, die für mich sehr wichtig war, ist, dass die Menschen seit 5000 Jahren, vor 5000 Jahren war so, also nicht so von heute auf morgen, das war ein langer Übergang, wir reden nicht von Jahrtausenden, aber das war so der zeitliche Referenzpunkt vor 5100 Jahren, kam ein anderes Zeitalter, wodurch die Verdichtung eben Mentalitäten hier inkarnieren konnten, die aus einer Trennung herausleben. Und deswegen, weil sie sich von der Quelle trennen, irgendwie das Bedürfnis verspüren, dieses Mangeldenken haben. Wenn man sich von der Quelle trennt, hat man wirklich einen Mangel. Aber es wird aus dem Ego oder aus dem Willen erschaffen. Trotzdem, wir sind Schöpfer, immer. Ja, eben da ist der Mensch Schöpfer in die falsche Richtung. Oder? Und da sehen wir jetzt, was wir auf beiden Seiten der Spaltung angerichtet haben. Und deswegen wäre doch nichts anderes als die logische und auch intuitive Schlussfolgerung. Wir sollten nicht immer von der einen Seite der Spaltung auf die andere Spaltung springen, sondern beides durchschauen durch die große Klarheit und beides hinter uns lassen und in ein ganzheitliches Verständnis kommen, das wir ja intuitiv sowieso alle anstreben. Ja? Mhm. Also aus der Dualität, aus der Sicht der Dualität in die Polarität. Kann man ins das so Gleichgewicht, sagen? Ja, ja. Das ist jetzt mach's, ist ein großes philosophisches Thema, aber es ist wichtig, dass wir Polarität und Dualität nicht gleichsetzen. Und große Klarheit bedeutet zum Beispiel auch die Frohbotschaft, das Böse ist nicht notwendig. Böse im Sinne von Krieg, Lüge, Betrug, Gewalt, Folter und so weiter, das ist nicht nötig, damit wir zur Erkenntnis gelangen. Viele meinen das. Du kannst nur verstehen, was gut ist, weil es das Böse gibt. Deswegen musst du dem Bösen dankbar sein, weil das Böse zeigt dir, das Böse ist die Kraft. Damit bleibst du aber gebunden in dieser niederen Frequenz. Ja, ja, eben. Goethe hat es dem Richtigen in den Mund gelegt, dem Mephistopheles, dem Inbegriff von Lüge und Zerstörung. Das ist die Lüge in Person. Das ist die Selbstrechtfertigung. Und das ist nicht eine höhere Weisheit. Benutzen wir das Dunkle, jetzt in Anführungsstrichen, als Ausrede, um nicht in unsere Kraft zu gehen, weil wir nicht wissen, wie es geht? An einem Punkt wahrscheinlich erkennen wir das. Irgendwann. Irgendwann erkennen wir, dass wir uns selbst sabotieren letztendlich. Ja, weil in unserer eigenen Welt können wir uns ja jederzeit mit der Quelle verbinden. Es gibt Menschen, die haben sich in Konzentrationslagern, in Folterkammern mit der Quelle verbunden. Die hätten alle Ausreden gehabt. Also Ausreden, Entschuldigung, das klingt so unmenschlich fast, nicht einfühlsam. Aber ich glaube, ihr versteht alle, was ich jetzt da mühsam ringend mit Worten zu erklären, also auszudrücken versuche. Also man kann überall diese Verbindung haben. Ein sehr interessanter oder aufrüttelnder einfacher Vers aus den Sanskrit-Schriften bedeutet oder besagt, die Verbindung bedeutet ja Yoga. Yoga bedeutet Verbindung. Nicht unbedingt Körperübungen und so, das ist eine Form, also nichts dagegen, aber Yoga ist, das sagen alle, ist ein viel größerer Begriff. Yoga bedeutet letztlich die Verbindung mit der Quelle, wo der Teil sich mit dem Ganzen, ich mit Gott verbinde. Je nachdem, ob wir es jetzt philosophisch oder religiös ausdrücken wollen. Und wenn der Mensch nicht in dieser Verbindung lebt, wird Himmel zu Hölle. Und wenn er in der Verbindung lebt, kann der Mensch Hölle... Entschuldigung, ich zitiere das wahrscheinlich falsch. Ich müsste es nachlesen. Also, nicht der Himmel wird zu Hölle, aber man erlebt den Himmel als Hölle. Mhm. Und umgekehrt, wenn man in der Verbindung ist, kann man sogar in sehr widerlichen Umständen das anders wahrnehmen. Also da ist die große innere Verantwortung. Mhm. Ja. Ja, also das merkt man ja, wenn du
ich sag mal, gleichgültig bleibst oder in der Ruhe bleibst, aus der Bewertung rausgehst, ist das schon auch herausfordernd, wenn man dann sieht, wie Leute reagieren, ausflippen oder damit gar nicht umgehen können, weil sie nur die Trennung kennen. Deswegen fühlt sich ja das, was wir nicht kennen, unangenehm erstmal an. Also ist ja auch irgendwie seltsam erstmal. Ne? Wir bleiben ja da mit dem Vertrauten. Ja, eben deswegen. Man hatte früher immer Lehr- und Wanderjahre. Dass man einfach mal die Heimat und das Bekannte verlässt, woanders hingeht, die anderen Menschen kennenlernt. Und dann kommt man in die eigene Heimat oder zum eigenen zurück, mit einem ganz anderen Bewusstsein. Also man ist ja nicht mehr hier, weil man muss und nichts anderes kennt, sondern einige kehren zurück, andere bleiben woanders. Das ist, da geht man den eigenen Weg. Aber auf jeden Fall ist dann das gegenseitige Verständnis und der gegenseitige Respekt auch auf religiöser Ebene würde dadurch gefördert. Ja. Du sprichst ja auch von Seelenplan. Ja, da schreibst du auch sehr viel darüber. Und über diese ursprüngliche Freiwilligkeit. Also wenn wir im Ursprung einen freien Willen haben und es gibt doch einen Seelenplan, kannst du uns erklären, wie das funktioniert? Also ich meine, wenn es im Seelenplan geschrieben ist, handeln wir doch eh so. Wir können doch an unserem Seelenplan eigentlich gar nicht weg, oder? Oder ihn verfehlen. Ist es nicht schon... Die Freiheit beinhaltet eigentlich, dass wir den Seelenplan auch verfehlen können. Dass wir einfach so dran vorbeileben, dass irgendwann äußere Reaktionen kommen. Die Seele mag nicht mehr, weil die Seele hatte den Plan, aber der Mensch geht so einen anderen Weg, aus welchen Gründen auch immer. Die Seele mag nicht mehr, man wird krank oder man hat einen Unfall oder irgendwas. Das sind dann die sehr heftigen Korrekturen. Oder man fühlt einfach, es stimmt was nicht, wie ich in der Schule ganz tief, ich spürte, ich bin hier falsch. Und ich spürte auch, und alle sagten mir, mach doch noch die Abitur, 2 Monate und dann bist du frei, da kannst du 2 Jahre als Hippie durch die Welt ziehen, da hast du den Abschluss. Ich habe ganz tief gespürt, nein, ich muss jetzt. Ja. Später hat mir dann eine Astrologin erklärt, was das für ein Punkt war. Oder? Beginn Mondknotenpunkt von 18 Jahren. Genau in den Monaten habe ich den Schritt gemacht. Einfach intuitiv, ich muss jetzt, sonst verpasse ich einen Anschluss. Ich muss jetzt auf den Bahnhof, sonst fährt der Zug weg. So habe ich das energetisch wahrgenommen. Ja? Können wir diesen Sprung wirklich alleine machen, jeder für sich individuell, oder müssen alle durch? Müssen wir irgendwie warten, bis alle soweit sind? Ja, eben. Wir müssen nicht auf ein Wunder warten, dass die Schöpferwesen die Zeit anhalten und die kollektive Innenschau machen. Wir können ja die subjektive, individuelle Innenschau jede Zeit machen. Da hindert uns ja niemand daran. Und da können wir um göttliche Hilfe oder innere Hilfe bitten, uns einstellen dafür, dass es einfach irgendwie Impulse kommen. Da kommen die Synchronizitäten. Ja, und da sehen wir, der Kosmos ist nicht einfach nur ein seelenloser Mechanismus, der ist beseelt, das sagen ja alle alten Kulturen. Und wenn ich mich verbinde, ganz einfach, da brauchst du keine Magie und keine Rituale, kann man, wenn man will, aber es kann einfacher, viel direkter gehen, einfach durch die innere Ausrichtung. Und dann können Synchronizitäten passieren, wo wir wirklich spüren, das war die ganz persönliche Antwort an mich. Ja. Und da sieht man, also da antwortet jemand etwas. Also ich bin eingebettet, das Teil im Ganzen, und das Ganze hat ein eigenes Bewusstsein, nimmt mich vollkommen wahr und orchestriert jetzt etwas, was eine Synchronizität ist. Wenn man das jetzt analytisch aufbeinelt, was hat es alles gebraucht, dass jetzt das passiert ist, das sind unendlich viele Faktoren, aber anscheinend haben die Faktoren alle gestimmt und das hat funktioniert und man sieht, das war jetzt nicht einfach nur Zufall. Also wenn man die Wahrheit spürt, also mir persönlich geht das so, wenn etwas wahr, wenn es erkannt ist, eine Wahrheit offenkundig ist, tut es nicht weh. Eine Wahrheit bringt Klarheit und man ist irgendwie frei, weiterzugehen. Und solange wir leiden, investieren wir doch in eine Illusion, oder?
Ja. Das also ist doch die Erkenntnis. Es gibt äußeres Leid natürlich. Oder? Es gibt viele Menschen, die leiden und da ist das Leid mal das Vorrangige. Ich meine, wenn wir jetzt seit drei Tagen nichts gegessen hätten und so, würden wir wahrscheinlich weniger entspannt reden. Also, also immer auf die Frage der Ebene. Ja, eben das Innere und das Äußere. Also, aber natürlich, wie wir das Äußere wahrnehmen, ist abhängig von unserem Bewusstsein. Mal die allgemeine Aussage, die ganz persönliche Herausforderung. Und das darf man nicht zynisch und sarkastisch auf andere anwenden, sondern das darf man auch nur auf sich selber anwenden. Dann ist es nicht zynisch, sondern dann ist es sehr existenziell, aber auch sehr herausfordernd und auch initiierend. Denn Initiation bedeutet ja, es wird etwas begonnen. Es ist nicht das Ziel. Da geht etwas Neues los und da gehen neue Tore auf, auch im Bewusstsein, in der Sichtweise. Und das persönlich individuell können wir hier sehr viel manifestieren und im Großen und Ganzen, das sind verschiedene Faktoren abhängig und wir dürfen uns auch nicht davon abhängig machen, dass es im Äußeren passiert. Also wenn wir unsere Inspiration vom Äußeren abhängig machen, also wenn die anderen den Schritt nicht machen, mache ich ihn auch nicht. Dann macht es keinen Spaß. Also dann ist man wieder so in der Projektion, wer den inneren Schritt geht oder auf den inneren Weg geht, der ist nicht abhängig davon, was die äußeren Menschen machen. Und da muss man dann auch nicht irgendwie Frustrationen auf die äußeren Menschen projizieren, weil man diese Frustrationen gar nicht hat. Weil man geht ja den inneren Weg. Armin, vielen Dank für deine Worte, für dein Wirken. Ich glaube, heute hast du auch wieder in uns ein Licht angezündet. Und ja, wir gehen dank deines Buches und dank dieses Gesprächs ja jetzt auch nach innen und sind einfach erstmal nur da und schauen, was unser Seelenplan mit uns vorhat. Wir fühlen und verbinden uns in Liebe. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank und viel Inspiration allerseits und wir lassen uns überraschen, wann und wie genau diese große Klarheit kommt. Prophezeit ist es, vorausgesehen wurde es, jetzt lassen wir. Ja, jetzt sind wir einfach im Vertrauen, im Hier und Jetzt. Ja. Was für weise Worte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über eure Kommentare. Und wenn ihr mehr bei Welt im Wandel sehen wollt und weiterhin solche tollen Interviews wie mit Armin Risi, abonniert einfach unseren Kanal. Alles Gute. Tschüss und bis bald.